Moin Moin Matrosen, hier ist der Klabautermann. Herzlich willkommen zu Folge 9 von Klabby spielt Wintermute. Letztes Mal haben wir einen Bankraub begangen und dieses Mal geht es darum, möglichst viel Brennholz zu sammeln. Das wird am Ende auch belohnt. Viel Spaß beim Zuschauen. Hä, wieso komme ich jetzt hier nicht weiter? Hallo? Keinen unsichtbaren Walls, bitte, Spiel. Der ist beim Ausrangieren irgendwie irgendwo dagegen gefahren. Jetzt, genau das. Nein, das wollte man. Hallo? Ach, guck mal an. Die gehen gar nicht mehr. Oder vielleicht nur von dem, weil er so zerbeult ist. Wir wollten mal gucken, ob die Motorhauben noch aufgehen und ob es irgendwas mit den Batterien auf sich hat. Und ob man jetzt irgendwas hinter diesen Sonnenblenden findet. Das ist doch zum Mäusemelken. So, geht die Motorhaube noch auf? Ja, die geht auf. Aber mit der Batterie kann ich nichts machen. Ich bin trotzdem überzeugt. Dass irgendwann was damit machbar sein wird. Da geht gar nichts. Büro der Post. So, jetzt sollte ich doch irgendwo hinkommen, wo ich mit der Axt auch Kleinholz machen kann. Nicht mal das Schaukelpferd kann ich, Lederschuhe. Warum haben die hier so wenig in ihren Häusern, was man zerlegen kann? Okay, hier war ich aber schon drin. Das kann ich nicht zerlegen. Das war das mit dem Kinderbett. Okay, aber da kann ich auch nicht alles kurz und klein hauen. Jetzt im Keller? Nee. Hier war dieser Schuppen. Hier müssten doch irgendwo ein paar schöne dicke Äste rumliegen. Drüben ist ein schöner dicker Hase. Aber der hilft mir nichts. Ja, ich höre ja die Wölfe, aber... Da liegt doch was, ne? Das ist nur eine Wurzel. Ich werde doch irgendwo, werde ich doch Holz finden. Da sind Kisten. Sind doppelt gut, weil da könnte was drin sein und sie geben Brennholz. Aber sie geben jetzt einfach mal nur Brennholz. Diese Zweige zerbrechen halte ich für extrem ineffizient. Niedergebrannt.
Sag mal, wir müssen doch irgendwie mal. Ah, vielleicht kann ich etwas auch in ihre Kiste reinschmeißen. Kann ich doch bestimmt auch nicht zerlegen, oder? Der ist wieder zu groß. Maledeite Hacke. Dass hier auch alles verrammelt ist und stimmt, und da vielleicht Tische und Stühle drin, die man klein machen kann. Gut, dass ich diese beiden Werkzeuge gefunden habe. Das würde ich gern wissen. Wozu lässt sich der Tankdeckel öffnen? Liebes Spiel, da erwarte ich eine Antwort von dir. So, ich will jetzt hier drin eigentlich nur gucken, ob es irgendwas gibt, was ich klein machen kann. Ja, den kann ich klein machen. Und da muss ich mal was trinken. Starting to weigh me down. So, dann einmal wegtrinken und dann passt's. So, den Schaukelstuhl sollte ich doch auch klein machen können. Sehr schön. Oh Mann, und jetzt kann ich schon wieder nichts sehen. Moment. Beiden Stühle und Tische, die mache ich noch klein, wenn ich gehe. Das kann ich hoffentlich. Ah, im Dunkeln geht ja wieder nicht. Ah! Noch ist scheinbar hell genug. Tisch. Und Stuhl. Okay, jetzt will er Licht haben. Und das heißt, wir gehen jetzt ins Haus der Alten. Okay, hier steht also noch ein Stuhl. Ja, hier kann ich generell, kann ich hier nochmal herkommen. Puh. Ich glaube, wir gehen nicht ins Haus der Alten, sondern ich glaube, ich schlafe hier. Hier stand doch eben noch ein Bett, oder? Dann kann ich den Weg morgen bei Helm machen, genau. Dann kann ich hier auch noch zu Ende durchsuchen. Also. Noch eine Ladung Hundefutter. Toilettenwasser haben wir zur Not auch noch. Also alles gut. Tomato Soup. Mom's Kitchen.
Oh, ich mag den Look der neuen Items, mag ich sehr. So, dann voll trinken und dann schlafen. So, ein bisschen Licht ist schon wieder da. Ich guck mal, ob ich noch 2 Stunden schlafen kann. Dann wäre ich auch komplett ausgeruht. Dann machen wir mal den Stuhl hier platt. Das dauert ja auch noch ein bisschen Zeit. Irgendwo noch mehr, irgendwo ein Regal an der Wand, das ich runterholen kann. Das kann man doch klein machen, nee, kann man nicht. Geht nichts. Could end up being useful. Okay, jetzt entferne ich mich gerade wieder von meiner Holzfäller-Challenge. Das heißt, ich gehe jetzt zurück zum Haus der Alten und lege ihr das Holz in den Kasten. Und dann kann ich hier wieder herkommen, kann das restliche Holz und die restlichen Items holen. So. Da hinten ist das Haus von Madame. Finde ich sehr schön, dass sie das so etwas erhöht gesetzt haben. Okay, ich kann schon nicht mehr rennen. Boah, und zu wissen, dass hier in der Stadt Wölfe rumlungern, finde ich richtig gruselig. Hi Okavanga. Schön, dass du mit dabei bist. Vielen Dank für den Kommentar. So, und hier darf ich der Guten jetzt Holz reinlegen, zum Beispiel. 39 Altholz habe ich geschlagen. So, was sagt er denn jetzt? 7,6 von. Moment, nein. 16 von 30 Einheiten. Okay. Dann schmeiße ich ihm das doch mal alles rüber. Habe ich noch mehr? Kohle könnte ich. Geht das? Alle umlagern? 28 von 30. Wenn ich die wieder alle rausnehme, wie viel haben wir dann? 22, okay. Das heißt, die Kohle gilt wirklich auch als Brennstoff, mit der sie gut heizen kann. Die auch? Wenn Zunder auch zählt, gebe ich auch Zunder. Bargeld. Okay. Haben wir hier noch was zum Zerlegen? Guck mal. Ich hoffe, das nimmt sie mir nicht übel, wenn ich ihre eigenen Sachen klein hacke. Weil die hat mir mit ihrer Wumme schon ein bisschen Respekt eingeflößt. Okay, dann kommt das Altholz hier noch rein. Ha! Und ich habe die graue Mutter. Die alte Frau ist möglicherweise die letzte Überlebende in Milton. Sie scheint mehr zu wissen, als sie vorgibt. Möglicherweise kann sie dir verraten, was mit Astrid geschehen ist.
So, und dann sagt er hier Feuerholzbehälter füllen. Sie ist ganz sarkastisch. So, the outsider returns. You're already doing better than the others. You found the fuel, but did you find any answers? All I've found are wolves, bad weather, and an empty town. It's just as I told you. They're all gone. Die graue Mutter vertraut mir jetzt mehr plus 5. What really happened here? Seems like people were here recently. Where did they go? Why didn't they call for help or just drive out? The power went out. Who knows the reason? People started to get cold, hungry. They panicked, started to talk crazy. Others walked here from the highway. Some belonged here. Others were outsiders, like you. Did anyone see a woman? Brown hair, would have had a tan jacket, scarf with birds on it. Possibly injured. There was an outsider woman. I heard her pass through. She wasn't alone. There were angry voices and... But the storm was too loud. Voices? I lost the voices. And I couldn't get them back. Never mind. You did well with the fuel. Now do the same with food. Or I won't last the winter. So, jetzt kann man weiter fragen, aber es ist jetzt nicht so schön wieder vertont. So, aber es kommt doch sicher jemand, um nach dem Rechten zu sehen. Irgendjemand schickt sicher Hilfe. Ein Suchtrupp, das Militär, die Regierung. Nach Milton? Nein. Du glaubst nicht, dass Hilfe unterwegs ist? Wir hätten schon vor 10 Jahren Hilfe gebraucht, während des Zusammenbruchs. Aber ihr Festländer habt die Hände in den Schoß gelegt, während die anderen unsere Insel ausbeuteten. Sie nahmen sich, was sie wollten. Damals hätten wir Hilfe gebraucht, aber sie kam nie. Warum sollte das jetzt anders sein? Das ist schon lange her, die Zeiten haben sich geändert. Nicht bei uns, nicht auf der Großbäreninsel, nicht für die Graumutter. So, das war Hilfe unterwegs, Festländer. Du nennst mich immer Festländer, warum? Du bist ein Fremder, ein Festländer. Du bist einer von ihnen, du gehörst nicht hierher. Das stimmt, aber du klingst dabei so wütend. Vor Jahren, während des Zusammenbruchs, haben wir alles verloren. Die jungen Leute verstanden nicht, wie abhängig wir geworden waren. Einige haben sich vielleicht mit unserer Abhängigkeit vom Festland abgefunden, aber ich habe keine Lust auf eure Reste. So gut kenne ich die Geschichte nicht. Das überrascht mich nicht. Ihr Festländer interessiert euch doch nur für euch selbst. Boah, krass, ist die verbittert. Sind noch andere in der Stadt? Nachdem die Lichter ausgegangen waren, kam ein Schneesturm auf. Die Leute hatten Angst. Sie fürchteten, hier festzusitzen, beziehungsweise noch mehr festzusitzen. Sie verfielen in Panik. Einige gingen weg, um zu sehen, ob sie von außerhalb mehr in Erfahrung bringen konnten. Und was fanden sie heraus? Sie sind nicht zurückgekehrt. Boah. Ja, wütende Stimmen, das ist noch wichtig. Kannst du mir mehr über die wütenden Stimmen erzählen, die du gehört hast? Es war windig, der Schneesturm braute sich bereits zusammen, aber ich hörte Rufe, einen Schrei. Später gab es Gerüchte, dass jemand in dieser Nacht in der Stadt aufgetaucht wäre, mehr als eine Person. Eine Frau und einige Männer. Einer der Männer wurde gefunden. Gefunden? Man fand ihn am nächsten Morgen tot auf. Wow. Und die Frau, deren Stimme du gehört hast? Bin mir nicht sicher, die Stimmen waren schwach. Der Schneesturm zog sich zusammen. Schon bald war da nur noch Wind und Dunkelheit.
Der Schrei stammte er möglicherweise von der Frau? Ich weiß es nicht, ich erinnere mich nicht. Das ist alles verschwommen. Die ist schon raffiniert. So, wie war das mit den Vorräten? Wo bekommt man in der Stadt Milton Vorräte? Vom Fessler natürlich. Woher denn sonst? Ah, du bist ja süß. Keine Ahnung. Lokale Waren von Bauern oder Erzeugern auf der Insel? Das ist lange her. Wir wurden vom Festland abhängig, genau wie ihr es wolltet. Und dann, als ihr alles zusammenbrach, habt ihr uns einfach abgeschnitten. Natürlich nur, bis ihr etwas gefunden habt, was ihr nehmen konntet. Dinge, die ihr an andere verkaufen konntet, die im Süden. Einige haben sich an der Landwirtschaft versucht, aber die Zeiten waren damals für alle hart und sind es noch. Ihr musstet nicht alleine leiden. In den Städten, pah, die Städte, ihr habt bekommen, was ihr verdient habt. Erwartet kein Mitleid von der grauen Mutter. Okay, Speisekammer. Ich frage nur ungern, aber Essen? Die Stadt ist menschenleer. Man hat mich ohne einen Krumen zurückgelassen. Ich brauche Nahrung, um das zu überleben. Überleben und was dann? Das lass mal meine Sorge sein. Zerbrich dir lieber den Kopf darüber, wie du mich am Leben hältst. Aber was ist, wenn die Leute zurückkommen? Nehme ich ihnen damit nicht weg, was sie zum Leben brauchen? Du meinst, ob du sie bestiehlst? Vielleicht, aber das ist nur gerecht. Sie haben mich all die Jahre bestohlen. Jetzt sind sie dran. Was haben sie dir gestohlen? Vergiss es. Such mir etwas zu essen. Plündere die Tankstelle am Stadtrand. Da gibt es immer etwas zu beißen. Der Besitzer hatte einen Speziallieferanten vom Festland. Als Festländer sollte Stehlen kein Problem für dich sein. Falls dich Gewissensbisse plagen, kannst du mir auch bringen, was die Natur zu bieten hat. Das ist vielleicht mühseliger, aber dafür kannst du nachts besser schlafen. Ich werde sehen, was ich tun kann. Nimm dir das Brecheisen aus dem Schuppen. Oh, das habe ich mir schon genommen. Falls du es noch nicht getan hast. Es hilft dir vielleicht dabei, die etwas widerspenstigeren Orte zu gelangen. Okay. Also, jetzt haben wir genug Essen. Jetzt brauchen wir die Tankstelle am Stadtrand. Wo würde ich denn eine Tankstelle hinbauen? Wahrscheinlich da hinten am Ende. Weil da kam ich her, da hinten bei dieser Schule war ich schon. Die hätte mir schon ruhig auch ihre Wumme geben können, dass ich ihr ein paar Rehe erlege. So, dann gehe ich jetzt mal das Reh, was da auf der Straße irgendwo liegen müsste, gehe ich mal ausplündern. Könnte dringend sowas wie einen Bettstein brauchen. Also, dass hier noch so viele Autos stehen, irritiert mich immer noch. Das finde ich sehr seltsam. Das heißt, erst gab es den ersten großen Zusammenbruch, das war ein wirtschaftlicher. Und dann gab es ja die Situation, dass plötzlich der Strom weg war.
Da hinten ist die Tankstelle. Irgendwas sagt mir aber, dass ich trotzdem gerne erstmal noch die Häuser hier, die offen sind, durchstöbern will. Also zumindest mal nach Essen. Und dann wäre die Frage, ob ich der alten Mutter auch die schimmligen Sachen geben kann. Dann müsste ich nochmal in der Bank vorbei. Das muss ich mal ausprobieren. Ob sie sagt, Essen ist Essen. Ich kann mich an meine Urgroßmutter erinnern. Die hat, wenn sie selbst eingekochte Marmelade aus dem Keller geholt hat und da war oben war ein bisschen Schimmel drauf, hat sie das einfach abgekratzt und hat gesagt, oh, das ist noch gut, das können wir doch noch essen. Also nicht den Schimmel, sondern das, was dann übrig war. Na, habt ihr euren Arzneischrank leer gemacht? Ja, habt ihr. Ein bisschen was habt ihr vergessen. Okay. Dann noch einen kurzen Blick nach oben. Ein Bett. Wo geht's raus? Da geht's raus. Und dann nehme ich mich mal noch dieses netten kleinen Hirschkadavers da vorne an. Gott, wer ist denn hier ins Geräusch reingerast? Und hatte die alle nichts zum Essen mit, als er versucht hat, hier zu türmen. Hier war ich schon. Dann gehe ich doch hier wieder. Sagt sich so leicht. So, das ist wieder verrammelt. Das ist auch verrammelt. Was ist das eigentlich? Zwei Steine. Nichts drin. Auch nichts drin. Schade. Glaube ich auch schon mal drin, ja. Da müsste es nichts, dürfte es nichts Neues geben. Dann den Hirsch ausnehmen. Eine Stunde 36. Nehmen wir doch das. Ach, guck mal, es ist warm genug. Nee, ein bisschen kalt ist es, aber. This gear is starting to slow me down. So, und dann muss ich zur Bank. Bei der Bank, beim Tresor. Da liegen meine restlichen Vorräte. Und dann
No, nothing to drink. Dann schauen wir mal, wie schnell wir der guten alten ihre Speisekammer auffüllen, also wie viel sie denn haben will oder braucht. Der Gnominator weist mich darauf hin, dass meine Axt das nicht mehr lange macht, das ist sicher wahr. Da muss ich bei Gelegenheit mal einen Schleifstein finden. Nein! Fuck! Das hab ich gerne. Okay, das sind nur Schmerzen. Aber vielleicht verreckt er ja dran. Das fände ich gut. Okay, wo soll ich denn jetzt Feuerholzbehälter? Wo soll ich denn das Essen hinlegen? Madame, hier rein oder was? Scheinbar. Also, was hältst du denn von Dingen, die einen nicht mal ganz so guten Zustand haben? Schauen wir erstmal da rein. 2350 von 10.000, also ein knappes Viertel. Was hältst du denn von rohen Sachen? Wobei wahrscheinlich treiben wir die Kalorienzahl noch hoch, wenn wir es garen. Nee, den Kaffee kriegst du nicht. So, 4600, also knapp die Hälfte haben wir geliefert. Wo winselt denn unser Haus und Hofwolf rum? Da hinten. Verdammte Scheiße. Gerade da, wo ich lang gehen wollte. Habe ich ein Schmerzmittel? Ach, Milton. Nee, ich wirke den nicht. Der soll sich selber würgen. Aber dass er so nah ans Haus von der Alten rankommt, die könnte mir mal einen Schuss verpassen. So. Und hier in zweiter Reihe. Bei dem Haus da hinten mit der Kanada-Flagge. Die Schubkarre davor steht, da werde ich jetzt die Nacht verbringen. Und da drin kann ich mir wohl auch das Fleisch braten, was ich noch in der Tasche habe. So, aber das heißt, ich lege jetzt erstmal hier wieder die Sachen ab, die trocknen müssen. Da haben sie auch kein Bearbeiten oder kein Aktionsbutton drunter. Das geht also auch nur
über den Bartflechtenverband. Und auch die Lackporlinge muss man erst vorbereiten. Na komm, dann lass uns das doch alles mal vorbereiten, bevor wir jetzt das Feuer anfachen. Super. Vorhang, Kanonenofen. Bargeld kann man direkt einfach als Zunder verwenden. Wie geil ist das denn? Dann hätte ich hier gerne eines der Bücher. Und mache mit ein paar kanadischen Dollar mache ich Feuer. Im Chat taucht mir gerade die Frage auf, wie ich denn meine Axt oder mein Beil, was nicht mehr so richtig intakt ist, wie ich das reparieren kann. Dafür brauche ich einen Schleifstein. Mein Dosenöffner und meine Lampe, da kann ich gleich mal drauf gucken. Also Lampe habe ich ja noch nicht. Die kann man auch anders reparieren, aber so. Bisschen was von dem Altholz da gelassen. Dann gare ich jetzt erstmal das Reh. I'd eat anything right about now. Ja, das Schöne ist, du kriegst ja gleich was zu essen. So. Also ein Kaffee kochen ist sicher nicht verkehrt. Jetzt bin ich echt so hin und her gerissen. Also lohnt es sich jetzt alles zu kochen, was man hat, damit man die Koch-Skills hochtreibt? So, dann die glänzenden Lackporlinge. Oh, das ist ja cool, dass man die erst schneiden muss. Das gefällt mir. Dann haben wir da zweimal quasi Medizin gescheffelt. Dann gibt es noch die Hagebutten als Medizin. Und damit wir komplett sind, mache ich mir dann, glaube ich, auch gleich mal einen... Die müssen wir noch garen. Mache ich mir gleich noch einen Kräutertee. Sweet Dreams. Herbal Tea. So. Wir haben noch 3,8 Liter. Wir haben aber auch noch 1,5 Stunden... Dann mache ich mir mal die Tomatensuppe noch heiß. Und Kaffee kann man nie genug haben. So, dann gibt es nochmal 2 Liter Wasser und dann stolper ich in meine Falle. Endlich haben sie die Tomatensuppe so gefixt, dass man von der Tomatensuppe auch ein bisschen Durst löscht. Das war, glaube ich, früher so, dass die Tomatensuppe einfach nur Hunger gelöscht hat. Und ich fand das immer so unrealistisch. So. Dann suchen wir jetzt das Bett. Beziehungsweise... solange das Licht noch hält. Warum nicht?
nicht das Haus vom Herrn Direktor mal ein bisschen durchstöbern? Hat er seinen T-Shirt-Schrank? Da hat er noch eine Hose, da hat er eine ein Betthupferl. Hier finden wir vielleicht ein paar Beruhigungspillen. Nee. Oh, ein Brief. Den mag ich gern noch lesen. Geht das? Briefe? Im Sturm verirrt. Aus dem zurückgelassenen Rucksack in der Höhle. Oh. Ich bin mit den anderen aufgesprochen, aber der Sturm wurde so schlimm, dass ich nicht schnell genug hinterherkam. Einige sind umgekehrt, um das Ende des Sturms in der alten Kirche abzuwarten. Ich bin weitergelaufen, aber anscheinend irgendwo falsch abgebogen. Am Morgen gehe ich zurück und schaue, ob ich ihre Spuren finden kann. Alice. Krass, die Sachen habe ich schon einfach nur eingesteckt. Das Postamt. Margaret, wir dürfen keine Post mehr in Milton annehmen. Wir haben keine Möglichkeit, sie aufs Festland zu bringen. Das dürfen die Kunden aber nicht wissen, sonst erfahren sie, dass wir sie schon die ganze Zeit hier aufbewahren. Denk dir eine Ausrede aus. Fordere die Leute bei jeder Gelegenheit auf, E-Mails oder Drohnen zu verwenden, falls sie es sich leisten können. Ich halte die Augen nach dem Postwagen offen, aber mach dir nicht zu viel Hoffnung. Wahrscheinlich hat Jack ihn wieder im Nirgendwo vor einen Baum gesetzt. Da werden wir ihn wohl nie finden. Ich hätte ihn daran hindern sollen, den Wagen zu nehmen, während er betrunken war. Ich schaue, wie ich die Situation wieder gerade biegen kann. Halt durch. Krass. Okay, das ist was außen an der Bank hing. Das ist ein Tränchen, ein tränenreicher Brief. Ach, das war das. Er hat Milton verlassen, obwohl er es eigentlich versprochen hat, das nicht zu tun. Banktresorcode. Der Code, mit dem du die Banktresortür aufschließen kannst. 1930 08. Hätte ich gar nicht. Ist das der große Banktresor oder der kleine? Verdammt. Bett, da war das Bett. So, ich bin gesättigt. Ich kann 8 Stunden schlafen. Na gut, 9 Stunden, weil ich verletzt bin. Ja, und das war's dann für diese Folge auch schon wieder. Ich danke euch fürs Zuschauen. Wir werden nächstes Mal die Tankstelle untersuchen gehen. Und ich freue mich, wenn ihr dann wieder dabei seid und wenn ihr zwischenzeitlich alles, was ihr machen wollt, in Richtung liken, abonnieren, mir liebe Briefe schreiben, whatever, auch tut. Soweit, schöne Grüße vom Klabautermann.